Was geht ab, ihr ganz schnell? Willkommen zurück zu einer Folge Trials Fusion. Woo. Ich weise hier nochmal auf die Petition, die noch nicht unterschrieben haben. Weil uns geht langsam die Strecken aus dem Trials Fusion. Und selbst wenn ihr schon unterschrieben habt, meldet euch einfach mit einer anderen E-Mail-Adresse an und gebt euch als genau, so funktioniert das. Das ist fake. Super. Fragt eure Schwester, ob sie nicht auch unterschrieben hat. Deswegen reden Politiker vom Bots, Alter. Ja. Wow, da ist kein Checkpoint. Kacke. Oh. Okay. Wie, wer, wie, wo, was? Ich hab den Sprung nicht geschafft. Ne, ich auch nicht. Yes, sir! Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Kein Thema. Wer fährt da vorne? Der Kingsemack? Der Kingsemack! Der Kingsemack! Da kommt dreimal derselbe Sprung. Also dreimal dieselbe Technik musstest du jetzt benutzen. Oh! Also ganz schön einfache Map hier. Float hier, richtig. Ja, Float schon. Tatsächlich ganz gut. Ja. Aber ich bin halt scheiße. Ja, ich auch gerade. Ich bin gerade richtig ficke. Ich komme jedes Mal mit dem Reifen so kacke auf. Nein, er hat mich überholt. Oh, ich hab gedacht, springst du jetzt ab oder. Oh, verdammt. Und damit hast du einen Fehler mehr. Oh, bitter. Die ganze. Wäre ich mal abgesprungen, weißt du? Ich hab gedacht, ach komm, warte. Könnt ihr jetzt sagen, das war Karma. Ich bin dann noch der Sneaky Dalu da an, ey. Ich dann noch schaffen? Ja. Also, der letzte. Das letzte Drittel war das einfachere, fand ich. Ja. Nur kurz zum Ziel ist nochmal eine Hürde. Der Jay, guck mal, wie er zieht. Aber guck mal, wie speedy der ist. Ja, genau, das ist die Hürde. Alter, ich hab grad irgendwie voll das Problem, auf Schrägen vernünftig zu landen. Ja. Oh, das war richtig knapp. Oh, was ist da los, Braun? Ja, hab ich ja gerade erzählt. Doch, das schaffst du noch. Was ist da los, Braun? Ach so, dass du da landest, dass du vernünftig Geschwindigkeit mitnimmst, ne? Ja. Beeil dich, Braun. Jetzt abspringen. Nee, jetzt abspringen. Ich verarsch dich. Abspringen! Ja, schaffst du. Okay, das hättest du. Hab ich auch geschafft. Oh. Alter, war das knapp. Ui, das war ja arschknapp. Oh nein, ja, mit dem hättest du auf selbst abspringen gehört, dann hätte. Ja, guck mal, du musst ja eine Minute von Dalu bei dir draufrechnen, ne? Ja. Also, du hast noch Zeit gehabt, wenn ich mir das so angeguckt habe. Oh Mann, ey. Oh, die kenne ich. Ja, die haben wir, glaube ich, schon mal. Die fungale Frottines. Weil. Ah ja, doch, cool. Die kennen wir wirklich. Lol. Ja. Also warum kennst du Jay, die? Was hast du? Was hast als du ob denn nur einer, Rain, ey. Als ob nur einer eine Strecke mit Pilzen gebaut hat. Bin Akademiker, ja. mit Niveau, ne? Ja. Hä? Ja. Explosiv. Dalu ist kein Akademiker hier, wenn ich mir sein anverstehe, ne? Das machst du aber auch ganz schön oft. Anverstehe? Also, das Wirk kenne ich aber nur von jemand anderem. Was? Das ist ja. Was? Der Quatsch. Ich finde das mit den Zurücksetzsachen doof. Ich finde das eigentlich. Wieso habe ich eigentlich die Petition unterschrieben? Ich finde das eigentlich ganz gut. Da kann ich die ganze Zeit zurücksetzen, ey. Bin ich viel besser. Ja. Oh, oh, oh. Oh, ihr seid hat halt auch Vorteile, vorne. Das alte oder das nicht gewünschte System. Hat auch viele Nachteile, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Noobs, die werden schlechter als. Ach, da ist schon das Ziel. Ja, jetzt wissen wir es. Welche Bomb für Bram? GZ? Bist du Akademiker, du wusstest doch, dass wir die Map schon gefahren sind. Ja, aber ich kenne ja nicht hundertprozentig mehr alle Wege. Schön! Nice. Oh! Ja. Schade, Chris. Schade. Christian bei euch auch verschwommen. Ey! Ja. Ich habe aber meine Brille auch nicht auf, also nichts Neues. Ja, so sieht das ungefähr aus. Ja, genau so. Echt? Das ist besser als ich dachte dann, weil ihr noch sehen könnt. Bei mir ist das ungefähr so. Also, ja, der also Effekt ist der gleiche, halt. Aber es wäre noch schlimmer. Ich habe mit 160% Sehkraft, ist bei mir alles scharf. Auch ohne Brille? Das ja, ist auch ohne Frage. Brille, ne? Brille. Ja. Auch ohne Brille habe ich 260% Sehkraft. Dann hat Jay noch. Echt? Das heißt, deine Brille also macht 100% weniger? Ja, weil sein Auge zu scharf ist. Er muss weil ich zu krass bin. Der ist so wie der Typ von X-Men, der muss die Brille tragen, damit der andere Leute nicht verletzt, weil er so scharf ist. Ja, da würde er die Brille nicht tragen. Schießt Laser. Meinst du, Jay, stimmt, Jay wird die Brille nicht tragen. Jay die Brille nicht tragen. Der wird morgens aufstehen, also hoppala, ich hab sie leider kaputt gemacht. Mm.
Aber seine Krebse, das kann er dir noch nicht antun. Frank hat schon aus. Frank ist ja schon einiges gewohnt. Oh, what? Ne, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh, ne! Was falle ich denn heute so oft? Der Druck, der einfach da ist. Von den krassen Dudes, die da im Hintergrund dich bald überholen. Ja, aber ich hab doch gar keinen Druck. Echt nicht? Frag mal deine Hoden, ey. Ja, den Druck, klar. Aber ich meine, wer hat den nicht? Ich. Das ist so wie. Oh nein, ach komm, Dalu, du bist so ein Wichser, ey. Das gibt's gar nicht. Wie hieß die nochmal, die Dschungelcamp-Siegerin? Die meinte ja, wenn Männer nicht abspritzen, werden die Eier immer dicker. Deswegen. Ja, ja auch. Und irgendwann. Deswegen, du weißt nicht, wie die Dschungelcamp-Siegerin heißt. Die, was ist denn da passiert? Warte mal, die hieß. Eileen. Evelyn Burdecki. Evelyn Burdecki, ja, genau. Und die hat gesagt, na, ihr Freund hat ihr erzählt, wenn er nicht häufig abspritzt, dass seine Eier immer dicker werden. Das ist voll smart gewesen. Ja, aber vielleicht ist das metaphorisch gemeint. Sie hat immer dann gemeint. Abhilfe verschaffen. Ja, vielleicht hat sie das nur nicht verstanden, genau. Das ist voll smart. Ja, das ist doch mega smart, zu sagen so, ah, oh, meine Eier tun wieder voll weh, Schatz, kannst du mir nicht helfen? So das ist so wie, wenn Brüste wehtun, ne? Das gibt es ja auch, also. Und dann milkst du die, oder was? Dann massierst du die immer, oder was machst du? Ja, dann milkst du die. Aber wie kriegst du den Brustschmerz denn weg? Ja, abmelken. Der ist einfach da. Wie das einfach so, okay. Aber die Frauen können. Nee, die Frauen sind einfach benachteiligt. Männer können nichts mehr abspritzen und Frauen. Frauen verstehen dann den Schmerz, dass deine Eier anschwillen und dann wehtun. Wenn du denen dann hilfst. Egal. Hä? Abmelken. Wie bei einer Kuh. Sie muss sich auf alle vier. Aber abmelken geht ja nicht immer. Doch, die muss sich einfach auf alle vier und dann machst du. Tick, 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 tick. Ja, aber abmelken geht ja nicht immer. Frauen lackieren ja nicht dauerhaft. Ja, aber Evelyn schon. Ach so, okay. Weil die ist vom IQ her eher. Oh, lol. Oh, oh. Schon wieder so ein Späßchen. Die ist vom IQ her eher an der Kuh dran. Als. Lol, wir hatten das da straight geschafft. Also ich? Mit einem normalen Sprung. Nee, das war kein normaler Sprung. Das war das, was wir beim letzten Mal auch hatten. Das habt ihr doch mir doch gezeigt, wenn man geht. Ja, gesagt. Aber hier finde ich das schwieriger, weil der Winkel anders ist. Ja, und auch die Wand irgendwie näher ist. Also ich crashe immer. Nein, das aber das hat doch noch jemand geschafft. Einhaken, ja, klar. Wenn man nach ganz hinten fällt. Nein. Du bist so krass, Bram, dass ich wahrscheinlich nicht. Ich hab grad. Jetzt zu viel Zeit verliere. Nee. Ich hab grad. Ah. Ach. Da hab ich jetzt irgendwie lange für gebraucht, obwohl das eigentlich nicht schwer war. Oh. Die Räder gefallen mir nicht. Okay. Nein! Weil die Räder schon ziemlich cool sind. Geht das? Huh. Ja, endlich. Oh Gott. Oh nein, der war knapp. Das war aber auch... Britta, ey. Die Map ist cool. Ich werde sie nur nicht sehen. Oh. Ich kann dir meine Aufnahme schicken, wenn du möchtest. Ich reacte einfach drauf. Okay. Deal. Die war nice. Ich würde mit sagen, fünf Fehlern. Ich höre bis zum Ende. Die Wand fand ich schwer. Ja, ist sie. Ne, ich meine die, wo Jay ist. Also die, ja, bei dir habe ich auch ein paar Mal probieren müssen, aber bei Jay, die fand ich schwer. Genau deswegen. Alter. Das ist so eine Nemesis-Wand für mich. Ich kann nie an Sachen hängen bleiben. Wie hast du denn dann am Anfang gemacht? So, da bin ich halt hochziehen. Scheiße. Also was ich da gemacht habe, ist halt, ich habe halt auf der Hälfte einen Bunny-Jump gemacht und habe dann die Bremse gedrückt. Dann ziehst du dich nach vorne. Kann ich nicht. Genauso wie Christian das gerade macht. Dicke Trainingbomb für Herrn Brammen. Nur halt weiter oben, weißt du? Oh, jetzt hab ich's! Noch einen Kopf da drauf.
Nee! Ich hab einen oben gecrashed, scheiße! Weiter als Sepp. Das ist ja. Das kann doch nicht dein Anspruch sein, weiter als Sepp zu sein. Ich hab genauso viele Punkte gekriegt wie Dalu. Das stimmt. Der reactet danach halt drauf. Pass mal auf, ey. Vorletzte Strecke hier. Guck das sich dann einfach nochmal an, ey. Und währenddessen sitzt er dann da so und macht gar nichts. Außer gucken. So hätte man das machen können. Das sieht gut aus. Das ist ein Teil einer Serie dann. What? Die Serie heißt dann Hello Darkness, My Old Friend. Kamera nervt mich ein bisschen an der Stelle. Warum? Die geht nicht ganz mit. Oh, kann das sein, dass das schwieriger ist, wenn man das nicht in einem macht? Ich hätte nicht resetten sollen. Ja. Gedacht. Aber das ist ganz okay, weil ihr hängt da jetzt gerade fest und das ist nämlich danach ziemlich einfach. Jetzt waren wir auch schon so weit. Winsett, wo bist denn du? Dann hat es Zweiter, okay. Nee, er ist Dritter. Er bist bei mir Zweiter. Nee, keine Fehler! Ich hab hier den einen Scheißsprung nicht hingekriegt. Oh nein! Ich kann ja nur sagen, solltet ihr die Kuhle mitnehmen. Ja, echt? Ja, echt. Oh, Scheiße. Wer die Kuhle kriegt, der kriegt es. Und Dalu hat es gemacht, oder was? Lange. Achso, Leute, der erste Sprung war das Schwierige. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, der bin ich, glaube ich, einfach richtig gut drüber gekommen. Ja. Ach, jetzt vor Dalu. Vergesse ich immer den Noob-Modus. Warum hänge ich denn hier fest? Der ist auch der Einzige, den ich kenne, der mit dir auf einer Rennbahn steht. Ein Kilometer straight Drag Race, ja. Und er hat einen Ferrari, du einen Trabi, und er zieht dich ab und er lacht dich aus. Voll abgezogen. Ja, voll abgezogen. Ja, Fehler besser gewesen. Puh, das wird ja dann nochmal arschknapp jetzt, das Finale hier um Platz. Oh ja. 2, 3, 4 vielleicht. Haben wir nur noch eine, wa? Uff. Ja. Ist doch nicht gewonnen. Ein bisschen ärgerlich, dass ihr dann auch alle geschafft habt. 20 Bomb und du, ich darf nicht ins Ziel kommen, dann bist du Erster. Okay, also Ziel kommen ist alles. Und Bram, nicht ins Ziel kommen. Wieder die ukrainische Strecke. Geht sie auch? Ja, die haben wir auch. Oh, die kennen wir wirklich, die haben wir. Jawoll. Oh, das ist gut. Und ich weiß auch nicht. Oh schon ja, ich die hatten wir auch nicht nur einmal. Die haben wir spielen wir jedes Mal hier Sänger. Ja, mittlerweile perfektioniert man das ja. Ne? Also. Ja, langsam kriege ich das auch beim dritten Mal schon hin. Ich hoffe, du schaffst es. Na stimmt, Bram hat die letzte Mal auch nicht hingekriegt. Doch, aber ja, super spät. Kann nicht wahr sein. Jay, mach einen Abgang. Brabbel! Nein, ich musste echt da zurücksetzen. Das hat mir ja die ganze Strecke gekostet. Oh, bei mir auch. What the fuck? Ja! Okay, das ist bitter. Das ist schon mal wichtig. Ich hätte nicht zurücksetzen dürfen an der Stelle. Ich auch nicht. No! Ich komm da nicht hoch. Aber danke, Jay, wegen dir gewinne ich jetzt trotzdem. Ja. Mann, so eine Kacke! Da schneide ich dich auch gerne für rein. Ich kann den Kack zurücksetzen da, ey. Oh Mann. Ja, das Problem ist, dass die anderen Bulli-Dulli da auch noch Punkte geholt haben, ey. Das ist doch scheiße. Warum ist der immer noch? Ich bin immer noch hier. Nee. Was ist da los? Ich komm nicht hoch genug, ey. Ich hab's geschafft, weiter als Bram. Bram, tu ich gerne für dich. Ja. Ich hab keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Boah, das wäre eine 20-Bomb für Dano gewesen. Ja, ich bin auch vorm Ziel. Die Strecke kenne ich, da habt ihr mir doch erzählt. Hier hat Bram das letzte Mal gecheckt zu warten und den Knopf zu drücken. Ich hab die Sprung gesurft, Jungs. Aber ist mir egal. Oh, Mann, ey, weiter als ich letztes Mal war. Progress. Und ich komme da nicht auf Platz 3 mehr. Doch! Ich bin Dritter bei mir. Da, du ein Punkt, wie bitte! Was hat Sepp bei euch? Sepp ist bei mir Dritter. Ach komm, bei mir ist der Vierter. Ja, bei mir auch. Ja, ich bin Dritter. Haut rein, tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.